Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute ist rechts neben mir wieder Jenny. Und wir beide wollen heute über ein sehr spannendes Thema reden, zu dem mich auch viele immer fragen oder uns immer viele fragen. Wir beide haben ja ein relativ gutes Abi gemacht und machen ja ganz viel Study-Content hier. Und ganz oft kommt die Frage, habt ihr eigentlich Freunde? Und ich habe wirklich auf TikTok, Real Talk, wenn da Videos von mir viral gehen und da Leute das angucken, die sich tatsächlich damit beschäftigen, kriege ich so oft die Frage, ja, hast du Freizeit, hast du Freunde? Und das klingt ja erstmal ein bisschen lustig, aber irgendwie ist das schon ein bisschen Wahrheit vielleicht hinter, weil viele sich fragen, wie kann man eigentlich gute Noten haben und dann viel lernen und gleichzeitig irgendwie ein Sozialleben haben und noch Spaß haben? Ja, und darüber reden wir heute. Ja, gute Frage. Ja. Also kannst du mir mal erzählen, war das denn so bei dir in deiner Schulzeit? Hattest du Freunde? Nee, Lara, ich hatte keine Freunde in der Schulzeit. Ja, nee, ich war immer alleine. Oh. Meine erste Freundin bist du. Ah, ja, du auch meine. Wir haben heute sehr wenig geschlafen, also falls wir entweder ein bisschen aufgedreht oder müde wirken. Sorry. Beides. Ja. Ach ja, wir sind gerade in einem Hotel, merkt man das? Vielleicht sollte man es auch dazu sagen. Also wir sind gerade bei einem Creator-Event, deswegen sehen wir uns auch wieder hier. Meine Schulzeit war da sehr durchwachsen, glaube ich. Ich weiß noch, in der Grundschule hat es bereits bei mir angefangen, dass ich mir da voll die Gedanken gemacht habe. Und also ich hatte da schon Freunde, soziales Leben und so, aber ich war da auch wirklich drauf aus, halt viel Zeit in Schule reinzustecken irgendwie. Ich glaube, das waren halt auch so meine Glaubenssätze irgendwie. Habe ich mittlerweile auch ein bisschen geändert, weil das jetzt nicht so unbedingt gut war für mich. Genau, dann war das immer so sehr durchwachsen. Ich hatte auch so meine Phase, so Pubertät, hatte ich mal so ein halbes Jahr, da war mir das gar nicht wichtig. Und da habe ich sehr, sehr viel mit Freunden gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mich das auch gestresst hat, dass ich so ein bisschen hinterhergehangen habe. Und dann kam ja auch die Oberstufe und Pubertät war auch so ein bisschen für mich dann vorbei. Und dann, ja, habe ich so das erste Mal so gedacht, so, okay, eigentlich ist es echt wichtig, Balance zu haben. Also zwischen Noten und Schule lernen und Freizeit und Freunde. Weil mich das ja auch einfach glücklich macht, wenn ich Zeit mit einem Freund verbringe. Ja. Ja, und dann hat es so ein bisschen angefangen, dass ich auch zum Beispiel mit Freunden gelernt habe. Das fand ich sehr cool. Also da konnte man so auch zusammen Zeit verbringen. Mhm. Und auch einfach, dass ich weniger gemacht habe. Also ich habe ein bisschen schlauer gelernt, ein bisschen was umgestellt und mir dann echt mehr Zeit genommen für die Dinge, die mir auch wichtig sind. Ja, voll viele gute Punkte, die du angesprochen hast. Also zum einen natürlich generell, dass es wichtig ist, irgendeinen Ausgleich zur Schule zu haben. Und ich kenne auch eine Person oder ein paar Personen, die wirklich sich nur aufs Lernen konzentriert haben oder auf andere Hobbys und wirklich fast gar kein Sozialleben haben. Und da wundere ich mich auch immer, wie sie das so durchhalten, weil ich finde, was mir auch Kraft gegeben hat, war mein Freundeskreis in der Schule, sich irgendwie motivieren, zusammen lernen, wie du schon meintest, oder sich jetzt austauschen, machen wir ja auch übelst viel. Auch über Abi und Schule haben wir auch viel geredet und ich glaube, das bringt einem echt viel. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, nochmal alleine durch die Schulzeit zu gehen, ohne irgendwelche Freunde oder so, die einem da auch helfen. Also ich meine, sei es auch irgendwie nur über die Lehrer mal herzuziehen in der Pause oder so. Oder sich irgendwie auszutauschen. Oder also ich finde, man braucht dieses Sozialleben schon in der Schule irgendwie. Ja. Und aber ich finde, man kann sich seinen Freundeskreis auch immer so aussuchen. Also ich war jetzt auch nicht immer jedes Wochenende auf irgendwelchen Partys von der Jahrgangsstufe, sondern hatte so meine kleine Gruppe, mit der ich auch schon seit dem Anfang des Gymnasiums, also in der 7. Klasse, ganz gut war und so. Wir waren dann halt die ganzen Jahre immer zusammen. Und also ich hatte so einen kleinen Streber-Freundeskreis. Also es waren alles Leute, die sich sehr mit Schule beschäftigt haben und so. Aber hat mir total gut getan, mit denen immer zusammen zu sein. Ja. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, es kann ja auch sein, dass man vielleicht jetzt nicht so Glück hat und in der Schulzeit so seine Freunde oder Leute findet oder unterschiedliche Interessen hat. Und ich glaube, eine Sache, die ich so ein bisschen bereue, ist, dass ich nicht so ganz so gut für mich einstehen konnte. Bei uns war nämlich das System so, dass die Klassen immer wieder gewechselt haben nach ein, zwei Jahren. Das heißt, man hatte ständig neue Klassen. Ich hatte keine feste Klasse sozusagen. Und dann zur Oberstufe hin waren es ja sowieso Kurse. Und irgendwo war das aber auch ganz gut, weil so konnte man natürlich die Leute finden, mit denen man sich gut versteht, weil ich fand, nicht jede Klasse war so toll. Also ja, es war echt unterschiedlich durchwachsen irgendwie. Und ich finde irgendwie so jetzt im Nachhinein, wenn man draußen ist, merkt man einfach, wie viel noch vor einem steht und wie viele Möglichkeiten man hat, noch andere Menschen kennenzulernen. Zum Beispiel Lara und ich ja auch. Also wir sind so gut befreundet und wir haben uns ja nur durch Social Media kennengelernt. Und sie war jetzt nicht auf meiner Schule, deswegen... Ja. Das wär krass gewesen. Das kann auch immer noch wann anders kommen irgendwie. Aber man kann es schon schaffen,
Freunde auch in einer neuen Stufe oder neuen Schule irgendwie kennenzulernen. Bei mir war das nämlich auch so, als ich von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt bin, kannte ich wirklich gar keinen, weil ich bin quasi in eine andere Stadt zur Schule gegangen, weil ich da auf die Schule gehen wollte und ich kannte gar keinen. Also ich war ganz alleine. Ganz kurz, ja. Grundschule ist ja bei euch 6 Jahre. Genau. Das hat mich so schockiert. Also ja, bei uns Berlin-Brandenburg ist Grundschule bis zur 6. Klasse und in der 7. war ich dann ganz alleine. Und ich habe dann aber direkt am ersten Tag schon Leute angesprochen und mich so neben andere gesetzt und so, weil ich war, also eigentlich habe ich auch das Gefühl, ich bin eher so ein schüchterner, introvertierter Mensch, aber manchmal muss ich mich einfach zwingen, auf Leute zuzugeben. Und das habe ich da gemacht, habe ich auch direkt Leute gefunden und so. Und jetzt in der Oberstufe bei den Kursen einfach mal fragen, hey, ist ja noch ein Platz frei, kann ich mich hier hinsetzen? Ja. Wie findest du den Kurs gerade? Wie findest du den Lehrer oder so? Ja. Oder irgendwie sowas. Man kann immer versuchen, irgendein Gespräch anzufangen. Und wenn die Person halt es nicht wollen, dann okay, dann kann ist das ja Schlimmste, was passiert. Ja, dann das Schlimmste, was passiert, ist, dass du einfach Nein sagst und dann fragst du jemand anderen. Aber eigentlich findet man da schon hoffentlich ein paar Leute. Ja. Bei mir immer so eigentlich. Ja, ich finde das immer noch so krass, dass es 6 Jahre sind. Kommentiert mal gerne, ob ihr das wusstet. Ich dachte, in Deutschland ist Grundschule immer 4 Jahre überall. Ja, ich dachte auch richtig lange, dass es bei allen 6 Jahre wäre. Ich kannte das ja nur so. Ich finde das echt krass. Ja. Ja. Genau. Ja, aber ich finde das Sozialleben neben der Schule halt schon wichtig und ich finde auch, dass man das mit dem Time-Management einfach so ein bisschen planen kann und ich habe mir auch immer die Zeit genommen, irgendwelche Verabredungen oder so einzuplanen. Ja. Aber ich muss auch sagen, wenn ich 2 Dinge hatte, war meine Priorität schon eher Schule. Also wenn mich jemand gefragt hat, wollen wir am Samstag da und da hingehen und ich wusste, ich habe eine wichtige Klausur oder so, habe ich halt versucht, das immer so ein bisschen unterzukriegen, aber wenn mich schon eher auf die Schule konzentriert, also in den wichtigen Phasen manchmal auf jeden Fall. Manchmal ist es so ein Abwägen und ich finde, es ist auch stufenabhängig. Also wenn man jetzt so in der Unter- oder Mittelstufe ist, dann würde ich mich da echt nicht stressen. Solange man gut durchkommt, ist es echt gar kein Problem. Und ich glaube, wichtiger ist, dass man vielleicht in den wichtigen Fächern so Sprachen, also nicht Naturwissenschaften, ich sag jetzt mal Mathe, das, was man so vielleicht auch im Abi braucht irgendwie so, dass man das auch versteht irgendwie. Aber wenn man jetzt sowieso weiß, zum Beispiel ich wusste immer, ich wähle Physik ab, das ist überhaupt nicht meine Stärke, ich möchte es nicht weitermachen, nichts damit studieren, dann habe ich irgendwann auch aufgehört, da echt nur das Nötigste zu machen und lieber mal einen Abend mit Freunden zu verbringen. Ja. Ich hatte ja auch meine Bio-Klausur damals gehabt, das war die allerletzte und ich hatte Bio auch abgewählt. Und da hatte ich meinen 16. Geburtstag lieber gefeiert, statt für die Klausur zu lernen. Bei mir auch. Ich hatte einfach irgendwie so ein paar Tage vor dem Englisch-Abitur Geburtstag. Und ich habe dann noch am Wochenende vor der Woche, wo am Montag schon die Klausuren angefangen haben, also die Abi-Klausur, noch meinen Geburtstag gefeiert. Und da wollten auch einige, also hatten niemand, ob sie überhaupt kommen, weil natürlich Abi direkt so war. Weil viele meiner Freunde kamen auch aus ganz Deutschland und so, also aus Bayern und Hessen und so weiter. Aber einige sind tatsächlich angereist am Wochenende, wirklich vor dem Abi. Das war ganz krass. Und es hat mich auch voll gefreut. Und in der Abi-Zeit, muss ich aber sagen, habe ich, ich weiß es gar nicht, habe ich viel mit Freunden gemacht. Ich habe schon ein bisschen gelernt mit Freunden. Also ja, genau wie Fall. Ich. Ich war ja ein Corona-Abi-Jahrgang, das heißt, getroffen hat sich kaum jemand, weil alle Angst hatten, dass man nicht teilnehmen darf bei der Klausur, also beim Abi. Genau, deswegen haben wir alles so online gemacht. Aber ich habe jeden Tag gefacetimed, entweder mit Freunden oder mit anderen gelernt, Freunden oder Mitschülern. Und das fand ich echt schön. Und dann hat man sich auch nicht so alleine gefühlt beim Lernen. Ja. Ich muss auch sagen, in meiner Abi-Zeit habe ich, glaube ich, so viel wie noch nie Zeit mit meinem Freund verbracht, weil man hat ja keinen Unterricht während der Abi-Zeit, sondern lernt ja nur. Mhm. Und da hat man eben den ganzen Tag Zeit, um irgendwo anders hinzugehen, in Bibliotheken oder so. Unterschiedlich. Ich glaube, das hat nicht jeder. Ich glaube, manche haben da echt nur so eine Woche frei irgendwie. Ja, okay, stimmt. Ich hatte auch nur 2 Wochen oder so. Ja, das ist dieses Jahr, aber ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Ich hatte Glück gehabt. Ich glaube, bei mir war das so, ich hatte noch die Osterferien und dann durch Corona war es, glaube ich, auch ein bisschen früher fertig. Also ich hatte da, glaube ich, schon 3-4 Wochen gehabt, glaube ich, bis zu meiner ersten Prüfung. Danach war das auch ganz gut verteilt. Und bis zum Mündlichen war auch noch mal viel Zeit dazwischen. Ja. Ja, genau. Nee, was ich gerade nur sagen wollte, ist, dass man dann ja auf jeden Fall eine Woche oder so Zeit hat und da ja dann auch den Tag gut einplanen kann. Also ich kann auch gerne noch mal ein Video machen zu irgendwie so einer Tagesroutine in der Abi-Zeit oder so. Ist ja wirklich auch ganz interessant. Aber da habe ich dann versucht, mich so mit Leuten zu treffen, ein bisschen Ausgleich zu haben, dann aber auch ein paar, 2-3 Stunden mal zu lernen oder so, um das einfach so gut irgendwie hinzukriegen. Dass man nicht nur den ganzen Tag vorm Schreibtisch sitzt, weil dann... Es geht ja auch irgendwann nicht mehr so. Es ist so. Ja. Es ist wirklich so. Aber ich finde auch gerade das gemeinsame Lernen macht total viel Spaß. Also ich habe auch richtig oft mit Leuten einfach geco-worked. Also nicht mal irgendwie zusammen lernen, in dem Sinne, dass man sich das gegenseitig erklärt oder so. Sondern einfach nur nebeneinander sitzen, so diese Accountability irgendwie haben. Ja. Die andere Person lernen sehen, ist ja auch ganz motivierend. Auf jeden Fall.
Ja. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Guckt auch gerne bei Jenny vorbei. Wir haben da auch noch Videos gedreht und hoffentlich ihr habt jetzt eine schöne Schulzeit und das hat euch ein bisschen geholfen. Ihr habt ein bisschen was über uns gelernt und habt vor allem jetzt noch einen schönen Sommer. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.